In diesem Video soll es um die Gravitationskonstante g gehen, beziehungsweise um die Schwierigkeiten bei der Bestimmung von dem Zahlenwert von g. Wir fangen mit etwas an, was ich den naiven Irrweg nennen möchte. Warum der Name? Es liegt daran, dass die Rechnung und Überlegung an sich ganz logisch aussieht und man hat das Gefühl, das wird zielführend sein. Am Ende werden wir aber feststellen, dass wir mit diesem Ansatz nicht weiterkommen werden. Warum wir uns das angucken? Ich finde, es ist interessant, einmal zu sehen, wie erkennt man jetzt, ob eine Idee wirklich zielführend ist und nicht. Und dann werden wir den Rechenweg so ein bisschen analysieren und überlegen, an welcher Stelle kann man feststellen, dass es die falsche Richtung ist, die wir angeschlagen haben. Und dass man dann doch etwas anderes versuchen möchte oder versuchen muss. Okay, die Grundidee ist hier, viele Planeten, zum Beispiel Venus und Erde, bewegen sich auf nahezu kreisförmigen Umlaufbahnen um die Sonne herum. Es musste also möglich sein, aus den Daten über die Planetenbewegungen und dem Newtonschen Gravitationsgesetz und der Zentripetalkraft die Gravitationskonstante zu berechnen. Der Ansatz lautet, wie sehr oft, es ist ein Kraftansatz, wir setzen die Gravitationskraft und die Zentripetalkraft gleich. Damit wir das Ganze besser nachvollziehen können, habe ich mich für folgende Darstellung entschieden. In der linken Spalte werden wir die Rechnung durchführen und in die rechte Spalte schreiben wir Kommentare, damit man es besser nachvollziehen kann. Okay, wir starten jetzt mit der erste Gleichung, Fg gleich die Zentripetalkraft, und das Kommentar lautet, das ist ja die übliche Idee, wir haben eine Kraft, die Zentripetalkraft, die wir mit Hilfe zweier Termen beschreiben können. Einmal die Zentripetalkraft aus dem Bereich der Kreisbewegung, und diese entspricht der Gravitationskraft, weil die Kraft, die die Erde oder die Venus auf ihrer mehr oder weniger Kreisbahn hält, ist natürlich die Gravitationskraft. Nun kann man die Terme jetzt ausschreiben. Die Gravitationskraft ist die Gravitationskonstante mal die Masse eines Planeten in diesem Fall, und groß M ist die Masse der Sonne durch R², Abstand zweier Himmelskörper. Und das soll gleich sein der Zentripetalkraft. Also die Masse des bewegten Objektes, in diesem Fall wäre das ein Planet, mal die Winkelgeschwindigkeit zum Quadrat mal den Radius der Umlaufbahn. Also m ist die Masse des Planeten, m die Sonnenmasse, r Abstand Planet-Sonne, Omega die Winkelgeschwindigkeit des Planeten. So, nun stellen wir fest, dass auf beiden Seiten der Gleichung die Planetenmasse auftaucht. Und da diese ungleich 0 ist, üblicherweise, dürfen wir dadurch teilen. Diesen Gedanken muss man sich eigentlich auch jedes Mal machen. Wenn wir durch etwas teilen, müssen wir eigentlich ausschließen können, dass wir nicht durch 0 teilen, sonst macht die Rechnung am Ende keinen Sinn. Aber da die Masse nicht 0 sein wird, können wir ohne Probleme beide Seiten der Gleichung durch klein m teilen. Wir erhalten dann also die Gravitationskonstante mal die Sonnenmasse mal 1 durch den Abstand zum Quadrat ist gleich die Winkelgeschwindigkeit zum Quadrat mal den Radius. Und auch hier können wir etwas notieren. Und zwar den Radius und die Winkelgeschwindigkeit, die sich ausrechnen lässt aus 2π, also den vollen Winkel, durch groß T, also der Umlaufdauer. Diese Daten können wir durch Himmelsbeobachtungen im Prinzip bestimmen. Also haben wir auf jeden Fall Dinge, die wir in diese Gleichung gut einsetzen können. Und in dem nächsten Schritt sortieren wir einfach Sachen, die bekannt sind, auf die eine Seite der Gleichung und die unbekannten Sachen auf die andere Seite. Unbekannt sind nämlich die
Masse groß M und die Gravitationskonstante. Also müssen wir mit r² multiplizieren. Und zwar beide Seiten und erhalten die Gleichung groß G mal groß M ist gleich Omega² mal r hoch 3. So, wenn man sich das jetzt anschaut, haben wir zwei Unbekannte und man könnte jetzt auf die Idee kommen, dass wir mit zwei Gleichungen diese beiden Unbekannten bestimmen können. Bis jetzt sieht eigentlich alles ziemlich gut aus, denn da die Sonne von mehreren Planeten umkreist wird, können wir mehrere Gleichungen aufstellen. Es bietet sich natürlich an, die Bewegungsdaten der Venus und der Erde zu verwenden. Ihre Umlaufbahnen sind nämlich in einer sehr guten Näherung kreisförmig. Wir können im Prinzip folgende Daten beschaffen, und zwar den Abstand Erde-Sonne, den wir mit r-Index groß e bezeichnen, die Umlaufzeit der Erde um die Sonne herum, und daraus lässt sich die Winkelgeschwindigkeit der Erde bei der Bewegung um die Sonne herum bestimmen. Analog können wir bei der Venus vorgehen. Mit rv können wir den Abstand Venus-Sonne bezeichnen. Mit tv können wir die Umlaufzeit der Venus um die Sonne herum bezeichnen. Und daraus können wir omega v bestimmen. Das wäre dann die Winkelgeschwindigkeit der Venus bei der Bewegung um die Sonne herum. So, nun kommen wir zu der Rechnung und wir stellen folgende Gleichungen auf. Die erste Gleichung ist dann die Gravitationskonstante g mal die Masse der Sonne ist gleich die Winkelgeschwindigkeit der Erde bei der Bewegung um die Sonne herum mal der Abstand der Erde zur Sonne hoch 3. Wie gesagt, Gleichung Nummer 1 und analog dazu die Gleichung Nummer 2. Die Gravitationskonstante mal die Masse der Sonne ist die Winkelgeschwindigkeit der Venus bei der Bewegung um die Sonne herum mal den Abstand der Venus von der Sonne. Nun können wir beide Gleichungen vergleichen und stellen fest, beide Gleichungen haben jeweils die linke Seite gleich. Und das ist auch der Grund, weshalb wir jetzt an dieser Stelle verloren haben. Wir können zwar jetzt die erste und die zweite Gleichung gleichsetzen und bekommen folgende Gleichung, die Winkelgeschwindigkeit bei der Erdbewegung mal den Abstand Sonne-Erde hoch 3 und natürlich die Winkelgeschwindigkeit quadriert ist gleich die Winkelgeschwindigkeit der Venus zum Quadrat mal den Radius, mal den Abstand Venus-Sonne hoch 3. Und hier stellen wir fest, in dieser Gleichung kommt weder die Masse der Sonne noch die Gravitationskonstante vor. Und das ist der Grund, weshalb dieser Ansatz nicht zielführend ist, wenn wir die Gravitationskonstante hier bestimmen wollen. Der Grund ist, wir werden es gleich nochmal aufschreiben, hier haben wir kein lineares Gleichungssystem. Die Unbekannten, die wir bestimmen wollen, die sind beide mit einem Malzeichen verknüpft und das führt an dieser Stelle zu einer nichtlinearen Gleichung und diese sind unter Umständen gar nicht lösbar und jetzt haben wir einen Fall, wo die Unbekannten so miteinander verflochten sind, dass man sie zumindest mit diesem Ansatz nicht mehr auseinander bekommen kann. Wir rechnen jetzt aber weiter, weil das, was hier steht, bringt doch eine Erkenntnis mit sich. So, ich mache jetzt Folgendes. Ich ersetze die Winkelgeschwindigkeiten durch diese Ausdrücke. Dann bekommen wir 2π durch die Umlaufzeit der Erde in Klammern zum Quadrat mal den Abstand Erde-Sonne hoch 3 ist gleich 2π durch durch die Umlaufdauer der Venus um die Sonne herum mal den Abstand Venus-Sonne hoch 3. Wenn man das jetzt so ein bisschen ausmultipliziert bzw. diese Klammer auflöst, wenn man einen Bruch quadriert, dann muss man natürlich den Nenner und den Zähler und den Nenner quadrieren, dass es hier erfolgt.
So, auf beiden Seiten der Gleichung kommt 4π Quadrat, 4π Quadrat vor. Deshalb können wir es auf beiden Seiten der Gleichung rauskürzen und bekommen folgende Gleichung: Der Abstand r der Sonne hoch 3 geteilt durch die Umlaufdauer der Erde um die Sonne ist das gleiche wie der Abstand Venus-Sonne geteilt durch die Umlaufdauer der Venus um die Sonne. Das sieht vielleicht noch nicht so bekannt aus, aber durch einen Rechentrick, wenn wir jetzt die Gleichung so sortieren, dass die Abstände auf einer Seite sind und die Umlaufdauern auf der anderen Seite, das kriegen wir zum Beispiel hin, indem wir beide Seiten der Gleichung durch rv hoch 3 teilen, dann verschwindet rv hoch 3 auf der linken Seite, auf der rechten Seite und gleichzeitig multiplizieren wir beide Seiten der Gleichung mit te hoch 2, damit wir te hoch 2 von der linken Seite aus dem Nenner wegbekommen, müssen wir natürlich multiplizieren. Dann bekommen wir folgende Gleichung. Und wenn man jetzt ganz, ganz scharf hinguckt, haben wir also den Abstand der Planeten hoch 3 und dividiert durcheinander ist gleich den Umlaufdauern zum Quadrat und auch dividiert durcheinander. Und das ist nichts anderes als das dritte Keplersche Gesetz. Wir erinnern uns, das dritte Keplersche Gesetz besagt, die großen Halbachsen hoch 3 dividiert durcheinander entspricht den Quadraten der Umlaufzeiten der Planeten um die Sonne und bei einer um die Sonne. Wenn die Bewegung jetzt nicht auf einer elliptischen Kreisbahn abläuft, sondern auf einem Kreis, beziehungsweise auf einer speziellen Ellipse, auf einem Kreis, dann entspricht die große Halbachse natürlich dem Abstand zwischen einem Planeten und der Sonne. In diesem Fall also wäre die große Halbachse der Erde einfach nur der Abstand Erde-Sonne und die große Halbachse der Venus Abstand Venus-Sonne. Wir fassen also zusammen. Die Formel groß G mal M ist gleich Omega Quadrat mal R hoch 3 führt zu einem nichtlinearen Gleichungssystem. Nichtlineare Gleichungen und Gleichungssysteme sind manchmal nicht eindeutig lösbar. In diesem Fall können wir zwar das Produkt g mal m bestimmen, aber nicht die einzelnen Unbekannten g und m. Daher müssen wir auf eine Situation ausweichen, bei der die Massen klein m und groß m bekannt sind. Das ist natürlich bei unserer Beobachtung nicht der Fall, weil wir jetzt keine Möglichkeit haben, die Masse der Sonne in einer guten Näherung zu bestimmen. So, ein Ausweg ist, das Experiment mit der Gravitationswaage nach Cavendish Oetfuss. Und es handelt sich dabei um die beiden Herren, Henry Cavendish, der von 1731 bis 1810 gelebt hat. Es handelt sich dabei um einen britischen Naturwissenschaftler und den Herrn Laurent Oetfuss, der von 1848 bis 1919 gelebt hat und ein ungarischer Physiker war. Also man sieht auch nach den Lebensdaten, die beiden Herren haben sich auf jeden Fall nicht gekannt, weshalb das Experiment nach beiden genannt ist. Also Cavendish hat das Experiment entwickelt und Oetfuss hat das soweit präzise aufbauen können bzw. verbessern können, dass man auch sehr gute Werte rausbekommen kann. Das Experiment sieht folgend aus. Wir haben erstmal eine Befestigung und an dieser Befestigung wird ein Stück Draht befestigt. Und an dem anderen Ende des Drahtes haben wir einen Balken und an beiden Enden des Balken
Also das ist jetzt so schräg angezeichnet. Also dieser Balken ist wirklich ausbalanciert und senkrecht zu dem Draht. An beiden Enden des Drahtes platzieren wir zwei Kugeln, beide mit der gleichen Masse, die wir hier mit klein m bezeichnen. Und dann platzieren wir fest in dem Raum je eine große Kugel mit der Masse groß m. Und dann ziehen sich natürlich die kleine Kugel und die große Kugel mit der Gravitationskraft gegenseitig an. Hier zeichnen wir nur die Kraft, die auf die kleinere Kugel wirkt. Das ist die Kraft Fg. Entsprechend auf der anderen Seite haben wir auch eine gravitative Wirkung. Das bedeutet, die Kugeln werden von da nach da beschleunigt und das Ganze an einem Draht befestigt ist, wird sich dieser Draht verdrehen und das führt zu einer weiteren Kraft, also so ein bisschen wie eine Federkraft. Und diese Kraft nenne ich Ft. T steht für Torsion und das ist ein Fachbegriff dafür, dass sich, also Torsion ist einfach nur Verdrehung, Verdrillung. So, was wir hier haben, ist der Moment. Die Gravitationskraft ist mehr oder weniger, also bei diesem Abstand dieser Kugel und der Kugel ist diese Kraft mehr oder weniger konstant. Was sich aber ständig ändert, ist diese Torsionskraft. Je weiter verdreht unser Draht ist, desto größer die Kraft und irgendwann bildet sich hier ein Gleichgewicht. Und aus diesen beiden Kräften kann man die Gravitationskonstante bestimmen. Was aber nicht einfach ist, weil die Massen im Prinzip sehr klein sind und das Ganze ist sehr störungsanfällig. Also es ist überhaupt nicht einfach, das vernünftig auszuwerten. Und in der Tat ist die Gravitationskonstante G von allen Naturkonstanten, die wir bis heute kennen, die wir am ungenauesten bis jetzt bestimmt haben. Also wir haben jetzt einige signifikante Nachkommastellen, aber verglichen mit den anderen Naturkonstanten ist sie nicht sehr gut bekannt. Also die Massen klein m sind mit einem Balken verbunden, welcher an einem Draht aufgehangen ist. Die Massen m sind fixiert, die Massen groß m. Benachbarten Massen klein m und m ziehen sich gravitativ an. Natürlich gibt es auch die Gravitationskraft zwischen allen Gegenständen, aber wir vernachlässigen hier das Ganze und gehen jetzt nur von dieser stärksten gravitativen Wechselwirkung an und das sind jetzt die Massen, die unmittelbar benachbart sind. So, der Draht verdrillt sich, wodurch nun eine Torsionskraft wirkt. Und wenn man jetzt die entsprechenden Gleichungen aufstellt, kommt man auch zu einer Gleichung, die im Prinzip diese Form hat. Die rechte Seite der Gleichung wird etwas anders aussehen. Weshalb wir aber an dieser Stelle gewinnen, ist, wir kennen die Masse groß M, weil wenn wir das Experiment in einem Labor durchführen, können wir natürlich die Masse von dieser Kugel bestimmen und dadurch auch die Gravitationskonstante. Weil plötzlich im Gegensatz zu dieser Situation die Masse groß M bekannt ist. Und wenn man das macht, kann man aus dem Gleichgewicht dieser Kräfte die Gravitationskonstante berechnen und diese liegt bei 6,67 mal 10 hoch minus 17 Meter Meter hoch 3 durch Kilogramm mal Sekunde zum Quadrat. Damit wir uns das besser vorstellen können, habe ich das Experiment vereinfacht in Blender animiert. Also hier haben wir den Draht jetzt übertrieben dargestellt, deutlich dicker als es der Fall wäre. Hier den Balken, an dem die kleinen Massen, also die Massen klein m befestigt sind. Und hier fixiert auf solchen Quadern die Massen groß m. Und wenn ich jetzt die Animation starte,
bewegen sich die kleinen Kugeln auf die großen Kugeln zu, bis die Torsionskraft so groß ist, dass hier ein Kräftegleichgewicht herrscht. Und aus diesen beiden Kräften lässt sich dann die Gravitationskraft berechnen. Und hier nochmal die gleiche Situation, nur von oben gesehen. Also jetzt gucken wir auf die Situation aus der Vogelperspektive. Hier sind die Massen klein m und wir gucken sozusagen entlang dieses Drahtes und können schauen, dass sich diese Kante nicht bewegt. Die aber schon, also unser Draht verdreht sich sozusagen um diese Achse und das führt zu einer Art Federkraft. Als letztes schauen wir uns noch eine Simulation in AlderGo an, die ich dazu gemacht habe. Ich blende mal hier das Gitter hier aus und erkläre, was wir jetzt hier haben. Also wir schauen sozusagen auf die Situation wieder von oben drauf und wir haben jetzt hier einmal die eine Masse klein m, die weitere Masse klein m und hier die befestigten Massen groß m, hier die eine und da die zweite. Und die beiden Massen habe ich jetzt mit Balken an einem weiteren Kreis befestigt. Bei AlderGo lässt es sich nicht direkt umsetzen, dass wir sowas wie eine Torsionskraft haben. Deshalb habe ich jetzt diesen Kreis, diese Drehachse hier mit einer Feder noch am Hintergrund gebunden. Und wenn sich das Ganze hier verdreht, wird sich diese Feder ausdehnen und damit können wir diese Torsionskraft simulieren. Man stellt sich vielleicht die Frage, weshalb ich jetzt nicht in AlderGo einfach nur ein Objekt in dieser Form erstellt habe. Der Grund ist, AlderGo stößt dann bei der Simulation an seine Grenzen. Wäre das Ganze ein Objekt in dieser Form, gäbe es Fehler bei der Berechnung. AlderGo würde dann nämlich Folgendes machen: Er würde sozusagen die Masse aller Objekte addieren und dann sie aber alle hier in diesen Schwerpunkt setzen. Und das ist natürlich nicht der Fall, weil was ausschlaggebend ist, ist natürlich eine große Masse hier und eine große Masse da. Und damit die jetzt nicht alle zu einem Schwerpunkt rechnerisch zusammengerechnet werden, habe ich die Objekte einfach verbunden. Und zwar eigentlich mit dieser drehbaren Lagerung. Dann aber zwei Stück nebeneinander, sodass wir auch eine feste Verbindung haben, die aber nicht fest am Hintergrund ist. So, und wir uns jetzt die großen Massen angucken, kann man jetzt unter dem Menüeintrag Material sehen, dass ich auch eine Einziehung eingeschaltet habe und die sonstige Gravitationskraft ist hier ausgeschaltet, den Luftwiderstand habe ich jetzt angelassen. So, jetzt, wenn ich diese Simulation gleich starte, wird etwas passieren, was bei der Gravitationswaage eigentlich an sich nicht passiert. Die kleine Kugel wird gegen die große Kugel einmal stoßen. Das liegt einfach nur daran, dass ich das hier durch pures Ausprobieren nicht besser hinbekommen habe. Aber das Wesentliche werden wir gleich sehen. Ich starte einmal die Simulation. So, jetzt gab es einen Kontakt, das ist aber nicht schlimm. Und momentan haben wir so ein bisschen das Problem, dass das Gleichgewicht sich nicht sofort bildet, sondern wir schwanken einmal um diese Gleichgewichtslage herum. Aus physikalischer Sicht handelt es sich dabei um eine Schwingung.
So, jetzt sind wir ungefähr bei einem Gleichgewicht und wenn wir noch etwas langen. Aber wir waren jetzt bei der Schwingung und das finde ich jetzt einen sehr schönen Übergang, weil Schwingungen, mechanische Schwingungen, Federschwingungen und Federpendeln bzw. Fadenpendeln sind das nächste Thema, mit dem wir uns befassen werden. Und auch sowas wie ein Torsionspendel gehört auch in diese Kategorie. Also, um die Berechnung der Gravitationskonstanten vollständig nachvollziehen zu können, müssen wir uns erstmal mit Dingen wie Federn und teilweise auch Schwingungen befassen, aber das dann in dem nächsten Video.